Lass mich doch in Ruhe, ihr nervt mich wie eine scheiß beschissene Kuh. Ruf mich nicht ständig über mein Handy an, sonst seid ihr eines Tages dran. Okay, genug rumgesungen. Wir kommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Hier in Dukatia City immer noch. In diesem Part wollen wir ein paar Trainer besiegen, die hier in der Umgebung von Dukatia City sind. Aber zunächst, ja genau, zunächst möchte ich ja ins Kaufhaus rein, denn dort gibt es noch ein paar Trainer, noch ein paar Leute, die wir ansprechen können. Ich freue mich heute schon wieder auf Einkaufen. Mama ist sehr gut im Schnäppchen finden. Sie kauft ständig Ware unter dem Normalpreis. Das Kaufhaus bietet eine große Auswahl, aber einige Items erhält man nur als Preis in der Spielhalle. Ja, genau. So, was hast du zu sagen? Du siehst irgendwie aus wie eine Ägypterin. Findet ihr nicht? Die sieht echt aus wie so eine ägyptische Pharaonin irgendwie, keine Ahnung. Kommt mir irgendwie so vor, im Blau. Okay, sprechen wir sie mal an. Willkommen im Kaufhaus von Dukatia City. Wow, okay. So, die haben wir, glaube ich, schon angesprochen, ne? Die verkaufen, glaube ich, irgendwas. Genau, die Standard-Items halt, ne? So, was hast du zu sagen? Willkommen, womit kann ich dienen? Der vergleicht ungefähr die gleichen Items wie der Kollege von ihm. So, was hast du zu sagen? Der Pokécom kann bis zu 10 Nummern speichern. Es ist schwer zu entscheiden, welche Nummer man behalten soll. Ich würde am liebsten gar keine Nummer behalten, aber man kriegt Items von den Lappen. Ich habe meinen Abra in der Spielhalle gewonnen. Jetzt ist es mein bester Freund oder Partner. So, was hast du zu sagen? Dieses Kaufhaus zeigt mir, dass Dukatia City eine sehr große Stadt ist. Dieses Angebot ist unübertrefflich. Gut, dann nehmen wir in den nächsten Stock halt. Was steht hier? Oh Gott! Oh Gott! Habe ich mich gerade erschrocken. Okay, sinnloses Gebimmel hier. Was steht denn hier drauf? Ihr Reisebegleiter. Erster Stock, Trainermarkt. Gut, in welchem Stockwerk sind wir jetzt? Für Siegeshungrige. Zweiter Stock, Kampf-Collection. Was ist sozusagen? Ich bin so ungeduldig. Ich setze X-Tempo im Kampf ein, um den Initiativwert meiner Pokémon zu erhöhen. Oh, das verkaufst du? Willkommen, womit kann ich dienen? X-Tempo, X-Spezial, X-Angriff, keine Ahnung, X-Items halt. Was hast du zu sagen? Hey, setzt du im Kampf X-Spezial ein? Es ist toll, es verstärkt alle Spezialattacken. Nee, eigentlich nicht. Also das einzige X-Item, was ich wirklich benutze, ist X-Treffer. Ja, das haben wir schon angesprochen. So, was ist hier? Wir kümmern uns um ihre Pokémon. Dritter Stock, Arznei. Wahrscheinlich gibt es hier Heil-Items zu kaufen, wie Trank oder sowas. Protein, Eisen, Carbon, Calcium und KP+. Das sind die Vitamine, die die Werte des Pokémons erhöhen. Eisen verstärkt die Verteidigung der Pokémon. Echt, hätte ich nicht gedacht. Manche Pokémon entwickeln sich nur durch Tausch. Ich kenne 4. Machoke, Kadabra, Alpalo und Georok. Ich hörte, es gibt noch weitere. Ja, Sichlor, Onix und Fleckmon. Und keine Ahnung. Mehr weiß ich spontan nicht. Hey, Sedraking noch, genau. Also Seemon zu Sedraking, genau, auch noch. Hey, ich mag starke Pokémon. Ich füttere sie mit Protein, um ihren Angriff zu verstärken. Und nächstes Stockwerk. Rüste deine Pokémon auf. Vierter Stock, TM-Ecke, genau dort wollte ich hin. Hey, renn doch nicht von mir weg. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt die Gefühle des Originaltrainers wider. Und ich finde es total blöd, dass man Pokémon nicht umbenennen kann, die man getauscht hat. Weil es ist total nervig, wenn man seine Pokémon in eine andere Generation übertragen will und die dann umbenennen möchte. Dann geht es nicht mehr. Geheimgabe. Mit nur einem kleinen Beep erhältst du ein Geschenk. Was? Verstehe ich nicht, aber gut. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Abra? Möchtest du es gegen mein Macholo tauschen?
Nein, ich habe keine Abo. Tut mir leid. Du möchtest nicht tauschen? Schade. Aber man kriegt ein Abo in der Spielhalle. Also falls ihr Marollo wollt, geht in die Spielhalle, holt euch ein Abo und tauscht es dann mit diesen Typen hier. Nur so als Tipp. Sonntags kommt eine Dame, um die Pokémon zu sehen. Sie verteilt sogar ETMs. Sonntags? Wir haben Sonntag. Hey, hab ich ein Glück. Ja, cool. Ich habe irgendwie immer Glück in Sachen Feiertage oder besondere Tage. Oh, wie süß. Du sollst ihm gute TM-Attacken beibringen. Was? Verdammt, den Rest habe ich nicht lesen können. Ja, komm, in Ordnung, kann ich dienen. Okay, das ist Donnerschlag, das ist Feuerschlag, das ist Eishieb und das ist Kopfnuss, glaube ich. Aber wir haben eh nicht genug Kohle, um uns eins zu kaufen, also gehe ich mal wieder raus und gehe in den nächsten, ins nächste Stockwerk. Wir kümmern uns um ihre... Da waren wir doch gerade, oder? Ja, wir waren da schon. Ja, okay. Hier geht's hoch. Es ist voll schwer, diese Treppen hier unterscheiden. Und zu unterscheiden. Mein Gott, was ist wieder mit mir los? Man, mach eine Einkaufspause. Fünfter Stock. Platz der ewigen Stille. Hörst du den Glückskanal? Möchtest du gewinnen? Tausche Pokémon mit vielen Leuten wie möglich, um verschiedene ID-Nummern zu erhalten. Ja, wir haben ja den letzten Part schon gewonnen. Hehehe. Wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Welcher Automat? Wo ist hier ein Automat? Meinst du das hier? Ist das ein Automat? Tatsache, das ist ein Automat. Lol. Ja, aber ich brauche jetzt gerade nichts. Gehen wir ins nächste Stockwerk. Oder ins Dachgeschoss. Oh, ich bin müde. Manchmal gehe ich auf die Dachterrasse, um die Einkaufspause einzulegen. Was hast du zu sagen? Oh, wow. Hörst du auf, mich zu belästigen? Nein, tue ich nicht. Oh, wow. Hörst du auf, mich zu belästigen? Was gibt's denn da zu schauen? Hey, einige Trainer kämpfen auf dem Weg. Ein Pokémon schoss mit Blättern. Wenn ich das sehe, will ich sofort kämpfen. Nein, will ich nicht. Mit diesem Fernglas kann ich weit sehen, vielleicht sogar mein Haus. Ist es das mit dem grünen Dach? Keine Ahnung. Das wusste ich auch nicht, dass man hier Fernrohre hat, um rauszuschauen. Die gibt es auch in der ersten Generation in diesen Zollhäusern. Oft gibt es hier Sonderangebote. Jetzt, wo ist diese Frau? Bitte? Wer sagt, dass das nichts für Erwachsene ist? Ich komme jeden Tag, um wirklich alle Puppen zu bekommen. Was, Puppen? Ein Automat, in dem man Pokémon-Puppen kaufen kann. Wirf Geld ein und dreh die Kurbel. Er ist fast leer. Ey, lass mich durch, ich will auch. Verdammt. Ach, hier geht's nicht vorbei. Und hier blickt man runter ins vierte Stockwerk. Lol, man kommt da so hin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein! Ah, wo ist jetzt diese Dame, die Sonderangebote und so, ne? Egal, komm, gehen wir ins Untergeschoss. Das Einkaufszentrum hat nämlich auch ein Untergeschoss. Piep, piep. Okay, hallo Marollo. Oh, Marschock. Marschock! Hey, du hältst uns... Was? Ah, Nommel, das konnte ich gerade nicht lesen. Hey, du hältst uns auf. Wir arbeiten stets im Hintergrund, damit uns niemand sieht. Seid ihr irgendwie Einbrecher oder sowas? Wow, das Zeug am Boden ist Plunder. Nimm es dir, wenn du möchtest. Ja gut, möchte ich ja gerne, aber dafür müssen zuerst diese Kisten weg. Aber ich weiß, wie das geht. Ich verliere die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey Gnome, zisch ab! Es geht doch ein bisschen freundlicher. Ich bin doch nur ein Kind. Okay, hier geht's nicht weiter. Was ist das? Hier geht's auch nicht vorbei. Aber im Laufe des Spiels wird es freigelegt. So, gehen wir mal wieder rein. Sprechen wir mal das Marschock irgendwie an. Gehen wir mal wieder raus und wieder rein. Komisch, ich hatte es in Erinnerung, dass sich dann die Gegenstände hier verschieben und dass man die dann holen kann, wenn man das Marschock anspricht. Kann aber auch sein, dass wir zunächst das Kaufhaus verlassen müssen. Ich glaube, ich verlasse jetzt mal das Kaufhaus. Aber ich bezweifle es, dass es klappt. Wo ist diese Dame? Bist du die Dame? Ich freue mich heute schon wieder aufs Einkaufen. Nein, bist du nicht. Gut, gehen wir wieder rein.
Oh Mann, wir haben schon fast 10 Minuten verschwendet in diesem Einkaufszentrum. ist immer wieder super. So, jetzt. Aha, da hat sich doch jetzt was umgestellt. Wer hätte es gedacht? Eine Hyperball. Ist ja mal wieder super. Den hätten wir uns auch kaufen können. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Hier unten gibt es auch noch ein paar Items. Hier und hier oben. Am zunächst sprechen wir den Maschok an. Maschok! Gut, dann gehen wir wieder raus. Wieder dasselbe Spielchen wie vorhin. So, jetzt. Und wieder rein. Ist irgendwie ziemlich langweilig gerade, aber es gibt ein paar TMs. Ne, TMs nicht, Items. Warum sage ich immer TMs? Ich wette, vorhin habe ich auch TMs statt Items gesagt. Ja, bitte, genau das wollte ich jetzt frei haben. Super, so stelle ich mir das vor. Gut, das hier ist ein Äther. Ja gut, Äther verstärkt die AP eines Pokémons. Oder füllt sie wieder auf, verstärken ist ja AP plus. So, was ist das? Ein Feuerheiler, den hätten wir uns ebenfalls kaufen können. Wieder Hyperball vorhin, naja. Aber egal. Wir sollten froh sein, dass hier immerhin ein paar Items sind. Sehr sozial von den Entwicklern. Halt, Moment! Für den späteren Spielverlauf spreche ich Maschok einfach mal nochmal an. Und jetzt gehe ich raus. Einfach mal so, wir werden das in Part, keine Ahnung was, wissen, warum ich das jetzt nochmal gemacht habe und warum ich das Maschok angesprochen habe. Okay, jetzt kämpfen wir aber auch gegen ein paar Trainer. Zunächst möchte ich hier die unteren Trainer hier alle besiegen. Route 34. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Nein, möchte ich nicht. Nein! Ich habe Nein gesagt. Oh, scheiß Call of Duty Camper. Ich hasse dich. Er kämpft mit seinem Anton hinter der Ecke. Okay, Anton ist kein Psycho-Pokémon, nur ein Wasser-Pokémon, daher wäre der bis nicht sehr effektiv, also sondern nur normal stark. Anton ist ebenfalls kein Psycho-Pokémon, auch wenn es danach aussieht. Das ist ja ein Gerücht, dass es ja dass es ein Psycho-Pokémon ist, weil es Psycho-Attacken wie Konfusion oder Psychokinese drauf hat. Aber es ist in Wirklichkeit kein Psycho-Pokémon, das ist nur ein Gerücht. Also vergesst es ganz schnell wieder. So, Bode ist down. Habe ich falsch trainiert? Ja, das hast du. Du hättest dein Anton weiter trainieren sollen, also weiter auf Level 18 oder so. Dann wäre es vielleicht eine Gefahr für mein Zubat gewesen, aber naja. So, hier ist ein Kopf. Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Ja, nachts wird er aktiv und man kann gegen den kämpfen. Momentan ist bei mir Abend. Aber ich glaube, bei mir ist noch Winterzeit, ne? Ja, es ist Winterzeit, verdammt. Okay, wir können vielleicht am Ende des Parts noch gegen den kämpfen, wenn der Part vielleicht 30 Minuten oder so dauert, dann ist nämlich Abend. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Schön für dich. Verdammt, wir müssen jetzt die Uhr mal wieder stellen. Ich glaube, um die Uhr zu stellen, müssen wir zurück nach Hause gehen. Aber so genau weiß ich es gar nicht mehr. Enki, extreme quick to anger. Okay, das sieht definitiv aus wie ein Affe. Enki. Ah, verdammt, meine Tastatur ist so weit hinten. Okay, jetzt. Sorry für die ganzen Outtakes. Warum setze ich bis gegen ein Kampf-Pokémon ein? Und nicht Attacken sind nicht sehr effektiv gegen Kampfattacken. Aber auch sein Fußkick ist nicht sehr effektiv gegen meinen Zubat. Ich probiere es mal mit Blutsauger, vielleicht sieht es ein bisschen mehr ab. Da hätte man gleich ein bisschen noch einsetzen können. Blutsauger ist auch nicht sehr effektiv, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Habe ich gerade nicht darauf geachtet. Beißen wir ihn einfach zu Tode. Menki ist ein guter Kaugummi für Zubat. Ist eine andere Marke für... Ach, scheiß drauf. Wieder scheiße kommentiert, ich weiß. Okay, Menki ist down. Und was kommt jetzt? Noch ein Menki, oder?
liegt da. Ich grabe hier nirgends. Nebulak wird dumm. Ah, komm, ich nehme Nebulak. Liegt da, kann bestimmt keinem Schaufler. Schaufler lernt's erst mit Level 19. Bis Level 19 kann Skratzer und Sandwirbel, glaube ich, mehr nicht. Okay, Suicide mache ich wieder nicht. Ich schlecke ihn einfach mal ab. Nebulak lernt mit Level 21 Nachtnebel, habe ich im Pokédex gesehen. Ja, der kann sich jetzt momentan nur mit Heuler wehren, weil er mit Kratzer nicht angreifen kann. Ich frage mich, wie Dick der überhaupt kratzen kann. Ich meine, Dick der hat keine Klauen. Sondern es ist einfach nur ein, ja, so ein Wesen, das aus der Erde rausguckt. Ah, verdammt, es kann Intensität, nein. Ah, Intensität, eine neue Attacke aus in der zweiten Generation. Verdammt, habe ich komplett vergessen. Naja, hat zum Glück nicht so viel abgezogen. Nebulak hat es trotzdem geschafft. Trotz dieser überraschenden Attacke. Nein, es gibt noch bessere Trainer. Natürlich. Glaubst du, du wärst der stärkste Trainer in dieser Welt? Mit einem Level 14er Pokémon. Träum weiter. So, was bist du für einer? Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es ist. Oder geworden ist. Ach, zeigt einem Snubbull jemand anderen. Verdammter Pokémon oder Pokéfan, whatever. Snubbull. Okay, versuchen wir ihn zuerst mal zu verwirren. Jawohl, es klappt. Hey, wir haben bald einen Golbat. Juhu, ich freue mich schon. Jawohl. So stelle ich mir das vor. Und jetzt beiß ihn nieder. Benutzt jetzt Snubbull als Kaugummi. Sieht ja auch irgendwie so aus wie ein Kaugummi. Nein! Warum hat er ihm eine Beere gegeben? Verdammt. Habe ich komplett vergessen, dass die Poké-Fans den ihren Pokémon immer eine Beere geben. Also in der zweiten Generation, zumindest. Wie es in der anderen Generation ist, weiß ich gerade nicht. Er hat sich selber gekillt. Humiliation. Und Level 19 für Zubat. Yes! Konfu-Strahl! Sehr schön! Warum muss es auf diese Weise enden? Trainiere ein Snubbull. Zu Granbull. Da können wir weiterreden. Hier trainiere ich. Nein, ab sofort trainiere ich hier. Außerdem können hier zwei Trainer auf einer Route trainieren. Das spielt keine Rolle. Guido. Guido Westerwelle. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das ist. Irgendein Politiker, glaube ich. Aber wer das ist, weiß ich nicht. Level 7, ey. Das ist ein Witz, oder? Komm, ein Biss reicht schon aus. Wow, er ist schneller mit seinem Ruckzuckhieb, aber das interessiert mich nicht, denn er stirbt mit dieser Bissattacke. Was, er hat überlebt? Na gut, auf Biss war kein Step drauf, das könnte es vielleicht erklären. Dann zapfen wir noch ein bisschen Blut von ihm ab. So, jetzt tun wir die KP wieder auffüllen, die wir durch Ruckzuckhieb verloren haben. Sandan, ein Boden-Pokémon. Wir haben einen Fluggift-Pokémon. Da sind wir mit dem Typen Vorteil. Denn er kann uns mit seinen Bodenattacken, die er eh nicht hat, nicht treffen. Er greift nur mit Kratzer Einjägler ein, glaube ich, ne? Was kann Sander noch? Sandwirbel, glaube ich. Aber ich glaube, das lernt es erst später. So, was kommt jetzt? Habitak. Habitak kann Schnabel und Heuler, glaube ich. Und Furienschlag. Mit dem. Ja, mit Level 8 kann es noch keinen Furienschlag. Ich glaube, Furienschlag lernt es mit Level 14, glaube ich. Also momentan greift es. Ja, es kann also nur Heuler und Schnabel. Okay, Habitak hätten wir auch erledigt. Das sind ja ganz leichte Pokémon. So, was kommt jetzt? Ein zweites Habitak. Hat es ein höheres Level? Nein, es hat dasselbe Level. Okay, weißen wir das einfach auch nie, ne? Er hat einen silbernen Blick drauf. Ich beiß dich nieder, blödes Habitak. Und Guido Westerwelle ist down. Besiegt von einem Passanten. Ich bin kein gewöhnlicher Passant. Ich bin der zukünftige Champ von Johto. Also respektiert meine Autorität. Bist du ein Trainer? Hast du Lust auf einen Übungskampf? Nein. Doch, habe ich schon.
Pfadfinderin. Drei Pokémon hat sie. Hopspross. Hopspross kann Heuler, Platscher und Rutenschlag mit Level 9. Und Synthese, glaube ich, auch noch. Die erste Attacke, die es lernt, also mit der es angreifen kann, ist der Tackle, glaube ich. Und es lernt es mit Level 12, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Deswegen sage ich immer, glaube ich. Weil ich daran glaube, dass es so ist. Und ich weiß. Okay, Bisasam. Bisasam weiß ich ist ganz genau, wie ich die Attacken-Movesets. Das Attacken-Moveset, weil ich das öfters in der ersten Generation hatte. Das kann. Mit Level 12 kann es wahrscheinlich Igel sammeln, Tackle, Heuler. Rasierblatt lernt es mit Level 22, glaube ich, erst. Ja, das ist die Attacke, die ich erwartet habe. Igel sammeln. Jetzt verlieren wir pro Runde ein paar KP. Ich würde sagen, wir taktieren ein bisschen und verwöhnen ihn ein wenig. Mit der Konfusstrahl-Attacke. Die ist sehr genauer als der Superschall. Daher habe ich mich vorhin gefreut. Der Superschall, der hatte, glaube ich, nur eine Genauigkeit von 70 und der Konfusstrahl hat eine Genauigkeit von 100. Also ist es schon eine gute Attacke. Mann, aber mit seinem Edelsamen, da heilt er natürlich seine KP wieder auf, die wir ihm jetzt abziehen, ne? Aber dafür verletzt er sich jetzt selber. Das ist ja schon mal ganz gut. Verdammt, ich hätte Blutsauger. Bisasam ist vom Typ her Gift, das würde den Blutsauger wieder neutralisieren. Die Schwäche von dem Pflanzentyp, den Bisasam noch besitzt. Aber jetzt können wir unseren Blutsauger einsetzen. Oder können wir nicht? Nee, Hauptschuss ist ja ein Flug-Pokémon. Wäre nur normal stark. Oder? Ja, ganz wie ich es gesagt habe. Aber es kann nicht angreifen. Ach verdammt, der Egelsamen ist noch aktiv. Verdammt, habe ich ganz vergessen. Und warum setzt der Platscher ein? Platscher macht gar nichts. Hätte ja gleich gar nichts machen können. Okay, komm, Nebulak. Natürlich, jetzt halt es ein Hauptspross. Ich glaube, wir verfluchen ihn ein wenig. Und Suicide! Oh, 6 KP nur noch. Wir werden von einem Hauptspross besiegt. Oh nein! Ich habe Angst. So, und jetzt tun wir nur noch hypnotisieren. Oh nein, Hilfe, was mache ich nur? Dieses Hauptspross hat mein Nebulax runter auf 6 KP gebracht. Oh, Volltreffer, okay. Na gut, es gibt nicht so viel Erfahrungspunkte, weil Hauptspross ein ganz schwaches Pokémon ist. Oh nein, ich habe ihn noch nie gewonnen. Tja, mit solchen Pokémon kannst du auch nicht gewinnen, da wundert es mich nicht. Nein! Lass mich in Ruhe, verdammtes wildes Snowball, geh weg. Oh, ist er Level 10? Na gut, ich glaube, das ist ein guter Gegner. Und gibt auch viele Erfahrungspunkte, weil Snowball sehr viele KP hat. Ich glaube, je mehr KP das gegnerische Pokémon hat, desto mehr Erfahrungspunkte gibt es. Kommt mir irgendwie immer so vor. Ah, das ist wahrscheinlich nur noch ein KP, was es hat. Wollen wir es fangen? Ne, komm, wir haben eh keine Bälle. Doch, wir haben Bälle. Vorhin habe ich... Also, ich habe ja vor zwei Parts, glaube ich, gesagt, dass wir keine Bälle mehr haben. Aber dabei habe ich nur vergessen, hier in die nächste Seite umzublättern. Das war total peinlich. Dabei hatten wir sehr viele Bälle. Ach komm, wisst ihr was? Ich fange Snubbel, auch wenn wir es nicht benutzen werden. Ein Snubbel ist gar nicht so uncool. 1, 2, 3. Ja, also geht doch. Snowball, Fee, Größe 60 cm, Gewicht 7,8 kg. Eigentlich ist es ein feiges Pokémon. Es brüllt seine Feinde an, um so seine Angst zu verbergen. Grambo ist ganz schön heftig. Knirsche und so. Okay, dann warte ich jetzt noch 9 Minuten, bis es Abend ist und dann kämpfe ich gegen den Trainer hier. Also, bis gleich. So, es ist jetzt Abend. Und jetzt müssen wir gegen den Bullen hier eigentlich kämpfen können. Ja, ihr seht, es ist dunkel. Und jetzt? Wer ist da? Was ist dein Begehr? Jetzt möchte er auch gegen uns kämpfen. Der Nachtwächter, Klaus.
Okay, hat ein Vulcano, wie, ja, ist ganz typisch für einen Polizisten, laut der TV-Serien hat fast jeder Officer ein Vulcano, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich ein Streifhund oder sowas, soll das darstellen. Aber ein verwirrter Streifhund ist gar nicht mehr so gut, ne? So, selbstverletzen. Jawohl. Und jetzt beiß ihn nieder. Oh, Biss hat nur noch ein AP, verdammt. Mist, jetzt müssen wir unser Zubat, glaube ich, auswechseln. Und unser Zubat jetzt nur noch mit Blitzsauger angreifen kann, es sei denn, wir setzen einen Ether ein. Aber ich glaube, das ist jetzt mir nicht mehr wert, wegen diesem einen Pokémon. Und Nibulok ist auch beschädigt, da muss ich ja glatt Igelava einsetzen. Also Igelava. Ach, Feuer gegen Feuer ist doch ein Witz, oder? Ich habe gerade was getrunken, also nicht wundern wegen dieser Soundkulisse im Hintergrund. So, spiel noch einmal Zidane und dann bist du down. Nein! Ach, Brille hat ab dieser Edition den Effekt, dass es dieses Pokémon von dem Spieler auswechseln lässt zu einem Random. Ich habe euch vorhin gesagt, dass Snubbull nur noch ein KP hat. Und dem war auch so. So, Tackle. Na los, Snubbull, du schaffst es! Nein! Er hat meinen Snubbull gekillt. Okay, jetzt aber Igelava. Und wehe, du setzt noch eine Heule an, dann bin ich angepisst. So. Zidane! Und den Klaus hätten wir erledigt. Du bist ein starker junger Gegner. Ich weiß. Okay, das war's auch schon mit den Trainern in diesem Part. Im nächsten Part machen wir das Ganze in die andere Richtung. Im nächsten Part gehen wir nämlich nach Norden. Da gibt es auch noch ein paar Trainer. Und zwar jede Menge Trainer. Ich glaube, der nächste Part wird auch wieder ein bisschen lange. Okay, dann stelle ich mich doch in die Position hin, damit wir im nächsten Part gleich loslegen können. Ja, jetzt aber! Geh aus dem Weg, du blöde Göre! So. Gut, hier geht's im nächsten Part weiter. Und dann, ja, bis zum nächsten Part. Ciao!